So, ich wollte eigentlich Nunu spielen. Aber dann habe ich außerdem vergessen zu picken und dann habe ich einen Autopick bekommen. Ja, Nunu hat das Internet eingeräumt. Internet ist super laggy gerade. Aber wir sind zumindest der Schneemann. Ja, ich meine der Centerman. Quarky Midlane. Also Autotech Train kann ich dir nicht, ne? Ich mach's trotzdem. Mach ich's? Tu ich's? Komm her. Vielleicht machen wir's auch nicht. Ja, getroffen. Jetzt hat sich mein OBS gerade ausgeschaltet. Nice. Den nehmen wir mit, den Kill. Das ist ja gut. Also für die Leute am Stream. Ja, tut mir leid, mein OBS ist einfach ausgegangen. Mein Internet ist einfach auf Null abgestürzt. Schade, schade. Ich meine, diese Aufnahme läuft gerade noch. Das heißt, wenn ihr das nicht auf dem Stream sehen konntet, seht ihr es hier. Mal schauen, ob er reconnected. Ah, jetzt reconnected er gerade. Sehr gut. So, da ist wieder der berühmte Invade, ohne irgendwelche Prios zu haben. Ja, man kennt es. Da ist immer der Klassiker, Leute. Ihr habt keine Prios irgendwo. Ihr habt keine Prios irgendwie. Aber ihr geht immer Blue Buff invaden. Das liebt man. So, wir gehen mal basen. Ne? Wir haben ziemlich viel. Meine Botlane ist Mitte geroamt. Good job. Nicely done, nicely done. Verlieren zwar eine komplette Wave auf der Botlane, aber das ist immer ein potenzieller Tilter für die Gegner Midlane, ne? Wenn so eine Midlane stirbt. Und so einen potenziellen Tilter nimmt man natürlich immer gerne mit. RIP. Der ist noch Level 4, aber der hat einen Double Buff. Lass mich in Ruhe. Supporter, by the way. Nein, ich habe den Double Buff nicht bekommen. Ich habe gehofft, ich krieg den Double Buff hier. Gib ihm Pantheon. Hol dir deinen Double Buff. Oh nein, sind Saus auch da. Weil wir haben wieder so eine fette Party in der Midlane einfach. Keine Ahnung, wieso. Aber wir haben wieder eine dicke Party. Oh, der Corki wird richtig fett. Der Corki wird einfach wieder so gigafett. Dabei haben wir den so schön gefirstblattet. Schaffe ich das schnell mal zu basen hier? RIP, Outplayed. So, wir holen uns mal Lunes Echo. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gutes Scaling gegen die Gegner. Also mit Veigar können wir Riven one-shotten später. Sind sauer, wird schwierig wegen seiner Ultimate, ne? Aber Riven ist One-Shot, Cork ist One-Shot, Kaiser ist One-Shot. Ich habe leider keinen Giant Slayer mit. Ansonsten wäre der Alistar auch irgendwann One-Shot. Gehen wir hier rüber. Oh! Knappe Nummer. Haben die Global? Nee. Die haben keine Global. Boah, der muss tilted sein. Das ist ja nicht zum ersten Mal passiert, ne, dass ich hier so rausgekommen bin.
Ich habe ja schon zweimal so richtig krass weggelackt gegen den. Wohl noch langsam wieder auf im Gold. Okay, Miss Fortune hat sehr viel Gold. Genauso wie der Nautilus. Also eigentlich sind wir relativ gut im Gold schon. Okay, Drake für Harold. Ist immer ein sehr guter Trade, das machen wir. Rockets Package. Die gehen mal helfen. Pantheon. Rift Herald kann er nicht Mitte stellen. Ich ping mal auf den mittleren Turm. Du hast doch einen Herald, oder nicht? Bitte! Pack ihn in die Mitte. Oh, wir haben einen... Wir haben wieder einen, der ungern Heralds plays. Zu viele hier. Fünf Mann Mitte haben wir. Interessante Nautilus Ultimate. Die bringt uns viel. Ja, Pantheons FF brauchst du nicht schreiben. Du bist nicht in die Mitte gekommen zum Herald Plaisen. Nehmen wir das mit. Dann kann ich hier immer die Creeps holen. Oder Dam. Aber wir haben jetzt so gutes Scaling. Ich denke, wir können das locker gewinnen, die Runde. Ich weiß ja nicht gerade, wo Vega ist. Wo... Die brauchen meine Hilfe gar nicht auf der Bot, ne? Der hat immer noch den Herald in der Tasche. Hallo? Er hat den Herald jetzt nicht benutzt und keine Planings dafür bekommen. Der Herald ist immer noch in seiner Bag. Frag mich nicht. Das sind halt so Basics. Das sind halt so Basics, wo ich mich frage, wie kann das sein, dass die diese Basics nicht können? So. Das ist halt so ein Basic, das weißt du eigentlich, das solltest du wissen, sobald du das Game spielst. Ab der Lowest Elo. Harold vor Minute 7. Ansonsten ist er nicht mehr so viel wert. Na? Okay, wir haben sehr viel... Eigentlich haben wir soliden Farm, ne? Wir haben 79 Stacks. Circa 10 pro Minute. Nehmen wir die Reward hier mit. Die Riven geht richtig ziemlich steil auf der Top. Unsere Fiora hat schon 5 Tode. Genauso wie Pantheon. Sterben ein bisschen viel, ne? Den Alistar nicht gesehen? Ich glaube nicht. Yummy. Lecker Blue Buff. Sind die noch alle Midlane, oder? Ja, sind sie. Tatsächlich. Muss echt aufpassen, ey. Die sind hart am Midlane-Cam, die Leute. Nice Heal, danke. So, wir haben so viel Kohle. Ich finde, also rein mathematisch von den Win-Statistics, ja, rein mathematisch von den Win-Statistics ist der Herald so oder so wichtiger. Das Gold, was du davon generierst, führt dich öfter zum Sieger als das Gold, was du durch den Dragon bekommst. Umgerechnet natürlich, ne? Du hast ja... Der Dragon gibt dir ja auch Gold. Moin. Riven war noch hier, ne? Der
Der ist dead. Die werden einfach mit der Ulti über die Mauer fetzen. Ich könnte mit Flash Q töten eigentlich. Boah, hätte ich jetzt noch Ultiman, dann wäre einfach dead. Alles das hier? Lass mich in Ruhe. So, wir holen mal Rabadon. Nachdem ich das hier geholt hat. Wir können das niemals fighten. Die Person mit Most Gold ist leider Top-Lane und ich muss basen. Ich werde ihn einfach geben. Unsere Map ist leider tot. Warte, das ist nicht fightable für uns hier. Das wollte ich euch mitteilen. So, wir gehen jetzt auf Void Stuff. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Der Jungle und die Top ist leider Into. Into Schminto. Wir versuchen unser Bestes. Interessant Ultimate. Ich meine, vielleicht nach Void Stuff. Yo, Nautilus, willst du das steffen? Hallo? Hallo? Ich glaube, du kannst ihn sogar töten. Ich glaube, er kann ihn locker killen, ne? Nice. Wir gehen mal zum Blue Buff. Können wir uns teilen mit dem Pantheon zusammen. Na gut. Das ist der nächste Blue. Was halt sehr stark ist Triple Drake, ne, wenn du alle drei hast. Na, da muss man da erstmal hinkommen. Oh. Der ist so tanky mit seiner Ultimate, Junge, Junge. Dicke Ultimate, dicke W hier. Wo ist die hingesprungen, die Kaiser? Ist irgendwie zum Blue Buff rüber gehoppt. Ah, das muss ja ein ganz komischer Winkel gewesen sein, ne? Huh? Job Team, 4 Leute dead. Ich konnte so hart rein DPSen. Bei dem Teamfight. Wir können den Baron nicht machen, wir haben Pantheon auf der Bot. Wir sind alle low AP. Ich würde den... Oh, nein, das ist wieder der Worst Call. Oh, das ist der Worst Call. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Don't, no, 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 no. Warum? Warum? Oh. Ich verstehe man diese Baron Calls einfach nicht. Alle sind low HP. Unser Jungler ist nicht dabei. Und es wird gecallt. Let's go Baron. Oder war, glaube ich, mehr drin. Ich weiß ja nicht, ob die da dran sind, ne? Ne, sind sie nicht. Okay, ich will gerne Sonjas holen. Oh, die Riven können wir töten. Die ist auf jeden Fall killable. Okay, zwei Leute für fünf.
Ich glaube, Sonjas hole ich nicht, ehrlich gesagt. Obwohl. Das Gute ist, dass wir den Jungler gekillt haben, ne? Können sie Baron machen? Ich meine, 15 Sekunden. Nee, nee, machen sie nicht. Perfekt. Okay, hole ich Sonjas oder hole ich Infinity Orb? Ich habe das Gefühl, Infinity Orb bringt uns mehr diese Runde. Ich habe das Gefühl, in Infinity Orb bringt uns ein bisschen mehr. Das tut echt weh. Okay, sein Ultimate ist ausgelaufen, ne? Der. Ich hab's, sehr gut. Nice. Zum Glück habe ich Infinity Orb gekauft. Dann konnte ich einfach den Drachen wegkrippen. GG. Ich werde dir da unten nicht mehr helfen, ne? Wir können Mitte pushen. Ne, wir können einfach finishen. Schaut nicht schon wieder dieser blöde Baron Call, Leute. Weg da bitte. Ihr seid zu zweit. Guckt auf der Map, wo unser Pantheon ist. Guckt auf unser AP. Wir können die Base einreißen. Die committen echt für Baron, ne? Die kommen wirklich für Baron. Kriegt die Krise. Oh, die committen wirklich für Baron. Oh. Einfach nur Fiora und Nautilus. Gehen zu zweit zum Baron. Sehen, keiner kommt mit. Und machen es weiter. Obwohl Pantheon Bot ist. Niemand hat HP. Oh, wir hätten einfach alles einreißen können. Wir hätten den Turm nehmen können. Und wir hätten den Turm mitnehmen können. Wir hätten einfach mitgekommen. Zum zweiten Mal hintereinander. Oh. Das Makro-Game von den Leuten ist wirklich grausam in dem Game. Das ist wirklich einfach nur grausam. Ich weiß nicht, ob die ohne mich den Teamfight gewinnen können, ne? Vor allem nicht 2 gegen 5. 2 gegen, ja, 2 gegen 5. I guess es ist in Ordnung. Ich kann da auch nicht mehr hingehen, es bringt nichts. Wir kriegen noch einen Sideline-Turm. Wenn wir jetzt nicht verlieren, war es das, glaube ich, wert. Close. Das war es wert, ja. Baron verloren, ist in Ordnung. Aber das war schon wieder... Holy, das war schon wieder... Ja, das war einfach ein Int, muss ich sagen. Das war so eine Makroentscheidung. Die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Holy, my viel Damage. Wenn ich Ulti reingeworfen, wäre einer gestorben, glaube ich. Wieso wollen wir surrendern? Das verstehe ich gar nicht. Wir dürfen jetzt einfach nur nicht vorpushen, ne? Wir müssen einfach chillen. Die ranpushen lassen, ja? Die Base Tower deffen, die äußeren Tower einfach fallen lassen und dann. Dann lübt das. Sehr, sehr nice, sehr gut. Ist in Ordnung, ja. Pantheon für Dings, Straight, den kann man mitnehmen. Guter Math Ultimate, sehr, sehr nice. Nur einmal Mitte hier deffen. Plan. Wir werden das nicht chasen dürfen unten. Wir verlieren dafür so viel. Wir werden die niemals angreifen dürfen. Wir werden den einfach droppen lassen sollen, I guess. Aber 2 für 2 ist in Ordnung.
Baron, Elder Drake wird hart, ne? Der ist reingesprungen, bevor wir überhaupt Vision hatten. Na gut. Das kannst du halt nicht wegsmiden. Also einen Vega WQ kannst du nicht smiden. Ich hätte mehr gebraucht als die Kombo. Ja, aber das Gold bringt mir ja nichts. Ich bin Fullbild. Also ich hätte lieber die Tower behalten, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte lieber die Tower behalten. Die waren wieder auf Baron? Na gut. Ich würde einfach finishen. Hab ich gesagt. Die pingen immer noch Baron. Wir sind mit 1 KHP am Core und sie pingen immer noch Baron. Ich gehe kaputt, Leute. Ich kann nicht mehr. Diese Makro-Decisions, ich verstehe sie einfach nicht. GG. Die sind schon, keine Ahnung.